Nun, ich wollte mir eigentlich die Predigt vorher nochmal in Ruhe ein bisschen anschauen, aber ich packe sie jetzt erst aus. Es war ein bisschen Hektik heute früh, aber das macht nichts. Und wir sind flexibel. Danke, dass der Michael Einz gleich eingesprungen ist und uns noch ein Lied gespielt hat. Und wir wollen trotzdem Gottes Wort hören und auch die Predigt machen. Ich habe auch die Folien, auch die sind, lassen sich nicht anzeigen, macht nichts. Es sind nur Bibelstellen und ich lese die einfach vor. Passt es. Ja, die Bibel habe ich ja dabei. Gut, also ich werde predigen vom Anfang des Philipperbriefs und versuchen euch da diese Gedanken weiterzugeben, die mir so ja, in meiner stille Zeit gekommen sind. Es braucht immer ein bisschen Zeit zu lesen und dann zu hören. Und ich denke, dass Gott mir dann doch ganz gute Gedanken gegeben hat. Das kommt immer nicht gleich, sondern das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Und damit ich also diese Gedanken, die mir Gott eingegeben hat, ja, damit ich nichts vergesse, habe ich hier ein paar Zettel dabei. Ich möchte es ja nicht vorlesen, aber ich möchte auch nichts vergessen. Und ja, also wir fangen an. Philippa. Brief geht es am Anfang. Die Gemeinde in Philippi, kleine Einleitung, die wurde ja vom Paulus, Apostel Paulus, auf seiner zweiten Missionsreise gegründet, zusammen mit Silas etc. Und dieses Philippi im heutigen nördlichen Griechenland war eine römische Kolonie und es lag auf einer ja, wichtigen Handelsstraße zwischen dem östlichen Römischen Reich und Rom selber. Und, ja, und wenn wir uns da ein bisschen so dieses vorstellen, ja, eine Stadt, die blüht, staubige Straßen, vielleicht Tiere, die da durchlaufen, immer wieder mal römische Soldaten und ja, Händler, die da durchkommen. Und da landet Paulus mit Silas und gründen eine Gemeinde hauptsächlich unter ja, Nichtjuden, also Heiden, würde man sagen. Predigen dort das Wort und es entsteht da eine Gemeinde. Übrigens, das wisst ihr vielleicht, ist Paulus während dieser Gründungsphase mal im Gefängnis gewesen, auch in Philippi. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Er hat ja diese Wahrsagerin, die ist immer hinter ihm hergelaufen und irgendwann hat er praktisch ihr den Geist ausgetrieben. Und daraufhin ja, musste er mit Silas ins Gefängnis in Philippi während dieser Gemeindegründungszeit. Und ihr wisst, wie das weitergeht. Und die beiden beten und singen im Gefängnis. Ja, und rum um Mitternacht gehen die Schlösser auf und sie sind frei. Sie bleiben aber und letztendlich ja, wird der Gefängniswärter mit seiner ganzen Familie kommt zum Glauben dadurch. Also er war schon mal im Gefängnis da in Philippi. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief über Freude aus der Gefangenschaft in Rom. Also er sitzt wieder im Gefängnis, vielleicht nicht in so einem Gefängnis wie in Philippi, sondern es war eher mehr so ein Hausarrest. Aber dennoch ja, ist eigentlich schon beeindruckend, dass Paulus hier einen Brief über Freude schreibt, aus dem Gefängnis heraus. Unglaublich. Ja. Gut. Ja, also ich habe die ersten paar Verse, ich lese mal Philipper 1, die Verse 1 und 2, bloß die Einleitung für euch vor. Diesen Brief schreibt Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Er richtet sich an alle Gläubigen in Philippi, an die Ältesten und Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden, Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Ja, was meint denn der Paulus da mit dem Frieden? Ja, ich glaube, das ist ja so ein innerer Frieden. So eine Gewissheit, dass es Gott gibt. Von dem spricht Paulus hier, wenn er das in dem Brief eröffnet. So ein, ja, so ein Vertrauen, dass es Gott gibt. Ja.
und dass Gott das Beste möchte für uns. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Ihr kennt die Stelle. Ja, nichts kann uns scheiden. Ja? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben haben kann. Das ist der Frieden, dieser innere Frieden. Ein Glauben, dass Gott uns am Ende in den Himmel holt. Zufriedenheit, habe ich mir gedacht. Und vielleicht auch ein bisschen als Christen eine Gelassenheit, als Christ zu leben. Ja? Weil wir in diesem Frieden sind. Und das wünscht uns Paulus, das ist doch der Wahnsinn, aus der Gefangenschaft in Rom. Einen Frieden wünscht er uns. Und diesen Frieden, den kann eigentlich nur Gott schenken. Der hängt nicht von äußeren Umständen ab. Diesen Frieden, den kann uns nur Gott schenken. Diesen inneren Frieden, diese Zufriedenheit, diese Gewissheit, diese Sicherheit, dass wir geliebt sind und irgendwann mal in den Himmel kommen werden. Und das ist ein Privileg. Wir dürfen diesen Frieden sogar an andere Menschen weitergeben. Wir müssen das nicht für uns halten, sondern wir dürfen diesen Frieden weitergeben. Ihr wisst, die Stelle, Matthäus 28, 18, mir ist alle Macht gegeben auf Himmel und Erden und jetzt geht hin und mache zu Jüngern. Ja, wir dürfen diesen Frieden, nach dem sich die Menschen oft auch sehnen, den dürfen wir weitergeben. Es ist ein unheimliches Privileg. Und deshalb ist auch Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu finden, die verloren sind. Also einen Frieden, den nur Gott schenken kann. Den wünscht er seinen Geschwistern in Philippi gleich am Anfang von dem Brief. Die Verse 3 bis 5 lese ich einfach weiter. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinen Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Er denkt an die Philipper aus Rom heraus. Er denkt an die Gemeinde in Philippi. Denken wir ja manchmal an unsere Gemeinde. Freuen wir uns, dass wir eine Gemeinde haben. Und er denkt an die Philippi. Offensichtlich müssen die Leute da in Philippi, die Geschwister, bei ihm irgendeinen Eindruck hinterlassen haben. Die waren mit ihm, die waren mit ihm unterwegs und die haben was miteinander erlebt. Ja, was hinterlassen wir für einen Eindruck? Sind wir manchmal gestresste Christen oder spüren wir diesen inneren Frieden und können den auch weitergeben? Haben wir Interesse an den Menschen um uns herum? Erinnern sich andere mit Freude an uns? Vers 5 war ja das. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Nun, sich einsam für die Botschaft einsetzen, das ist oft schwierig. Das ist oft schwierig. Aber gemeinsam, wie Paulus das sagt, sich für die Botschaft einsetzen, das würde uns auch gut tun. Noch wenn man das noch mehr machen würde. So ein bisschen noch mehr den Blick nach außen. Den Blick nach außen für uns. Und wisst was? Ich glaube, wir wären bereit dafür. Wir wären bereit, das zu machen. Wir sind bereit, wir wollen das tief in unserem Herzen. Wir wollen das. Ich denke an die Besucher, die neulich einmal da waren. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, an den David und den Eileen. Und wir haben die begrüßt. Und hat sich herausgestellt, die waren ja eigentlich Missionare, aber ist egal, das waren Gäste. Und wir haben die begrüßt und dann nachher waren wir beim Kaffee trinken und jeder hat sein Herz gegeben. Jeder hat mit denen geplaudert und wollte wissen, was sie machen und die haben erzählt und
Genau, das ist, ja, wir sind bereit dazu, unser Herz zu geben. Wir haben manchmal nicht die Gelegenheit, das zu tun. Ja. Darum, lass uns doch mehr für Gäste beten, dass die hier reinkommen. Egal wie. Gell? Und egal wie die reinkommen, ob die über das Internet, die sind über das Internet reinkommen, um das erkannt, oder ob die das von anderen erfahren, oder ob du persönlich irgendjemanden mitbringst, das ist wurscht, das ist unser gemeinsamer Gast. Das ist unser gemeinsamer Gast. Und wir können unser Herz geben. Und vielleicht hinterlassen wir bei dem den Eindruck, den der Paulus hier von den Geschwistern von Philippi gekriegt hat. Denkt an unsere Schauke, ganz unkompliziert hat er das gemacht. Ganz unkompliziert. Ja? Denn ihr habt euch gemeinsam, sagt der Paulus, für die gute Botschaft eingesetzt. Das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Ganz tief im Herzen. Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Die drei Wörter habe ich unterstrichen. Ihr seht es ja jetzt nicht. Angefangen, weitermachen und vollenden. Gott hat das Werk bei dir angefangen, bei uns angefangen, als wir Christ wurden. Weitermachen, das heißt ja geistlich wachsen, geistlich reif werden. Und zum geistlichen Wachstum, da müssen wir mit Jesus verbunden sein. Da müssen wir mit Jesus verbunden sein. Wir brauchen Zeit mit Jesus im Wort und im Gebet. Und zwar täglich. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wir brauchen das. Sonst können wir den Eindruck, sonst spüren wir diesen inneren Frieden nicht. Wir brauchen das. Und das sollten wir immer machen. Ja? Nicht gesetzlich. Vielleicht doch gesetzlich. Lieber gesetzlich als gar nicht. Lieber gesetzlich als gar nicht. Weil aus dieser Gesetzlichkeit heraus wird es irgendwann mal normal und dann wird der Wunsch, der wächst daraus und dann irgendwann mache ich es sowieso. Ja? Also, bevor wir es gar nicht machen, fangen wir erst mal gesetzlich an. Und danach wird es schon. Und ich weiß, dass der Alltag fordernd ist. Ich brauche in der Früh oft viel Zeit. Meine Kinder sagen schon manchmal, du bist der Trödler. Aber ich brauche das. Und dann mache ich noch meine Gymnastik für meinen Rücken, jeden Tag in der Früh. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ja, und jetzt muss ich dann in die Schule. Und dann bin ich manchmal aus dem Haus gesprungen, ohne dass ich mal gebetet habe. Und man denkt, ja, ich habe jetzt so viel Zeit eigentlich und ich habe Zeit zum Gymnastik machen, dann möchte ich doch wenigstens, auch wenn ich jetzt nicht die Zeit finde, immer in der Bibel zu lesen, das mache ich dann meistens, wenn ich wieder heimkomme oder abends, aber ich möchte zumindest beten. Und das mache ich jetzt. Ja? Dann knie ich mich dahin an mein Sofa und dann sage ich, ja, lieber Gott, danke für den neuen Tag. Das ist ein unbeschriebenes Blatt, was du mir jetzt hier schenkst, heute. Und wen kann ich heute ermutigen? Ich möchte mit meinen Schülern einen guten Draht haben heute. Und welchen von den Kollegen kann ich denn heute ermutigen? Gib mir doch eine Gelegenheit. Vielleicht kann ich sogar ja, dich irgendwie weitergeben. Vielleicht kann ich meinen Glauben mitteilen. Und wenn, lieber Gott, dann gib mir bitte gleich die richtigen Worte. Weil ich habe schon so oft versemmelt. Wirklich. Genau. Und so gehe ich dann in den Tag und es fühlt noch viel mehr besser. Ja, wir brauchen Kontakt zu Jesus jeden Tag. Das ist meine Überzeugung. Der dritte Punkt, oder der dritte war ja, erst anfangen, weitermachen und sein Werk vollenden wird. Ja, ich interpretiere das so, in den Himmel kommen. In den Himmel kommen. Die Gewissheit, dass wir irgendwann mal bei ihm sein werden, das kann uns eine Menge Freude schenken. Und der Brief geht ja insgesamt über Freude. Erinnert euch vielleicht ganz kurz an die Predigt, die ich mal gehalten habe. Das war so eine Teilpredigt von der Wahrheit. Ja? Und das war doch dieses W. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, da geht los. Da ist dieses W mit diesen drei Säulen. Gell? Und die erste Säule war Gott. Jesus ist Gott.
Gottes Sohn, Gott selber. Jesus ist an unserer Seite jeden Tag. Ja, und die dritte, egal was dir dein Widersacher einsagt, du bist gerettet. Du, deine Sünden sind dir vergeben und du kommst in den Himmel. Und diese Wahrheit, die kann uns eine Menge Freude schenken. Gell? Und wenn Gott uns praktisch in den Himmel holt, das wird sowieso Freude werden. Und diese Freude soll ja Gott schenken. Ich lasse mir oft die Freude durch negative Situationen Raum. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwas Unangenehmes, irgendwas, was ich machen muss, irgendwas ansteht, irgendwas, ja. Das sieht dann so aus, vielleicht bin ich gerade gut drauf. Und dann kommt mir der Gedanke und dann ist die Freude schon wieder weg. Ja? Also ich hasse diesen Grübler in mir, ja, diesen Charakterzug. Ich hasse ihn, gell? Aber Gott sagt, du kannst damit umgehen. Aber diese dritte Säule, diese Gewissheit, dass Gott sein gutes Werk in uns vollenden wird, das kann genau das Gegenteil bewirken, versteht ihr? Wie so ein negativer Gedanke. Das kann zum Freudenbeschleuniger werden, das kann zum Freudenbringer werden. Wenn du denkst, du bist vielleicht gerade nicht gut drauf. Und dann denkst du, mein Gott liebt mich. Ich bin gesegnet, ich habe einen Frieden und jetzt kann ich mich trotzdem ein bisschen freuen. Ja? Obwohl die Umstände vielleicht nicht so sind, auch wie beim Paulus jetzt gerade eben. Gell? Dann kann ich mich trotzdem freuen, weil Gott an meiner Seite ist. Gut. Vers 7 bis 8, bald sind wir noch nicht gekommen in den Brief. Aber keine Sorge, wir machen nicht alle Kapitel, sonst werden wir nicht fertig. Es ist nur, ich lese mal wieder vor, gell, die Verse 7 und 8. Es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde. Denn er liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes. Ob ich im Gefängnis bin, die Botschaft Gottes predige oder bekräftige, Gott weiß, wie sehr ich mich mit der herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Nach euch sehne. Paulus sehnt sich nach die Geschwister. Er sehnt sich nach der Gemeinde. Nun, es ist ja nicht immer möglich, dass man untereinander mit jedem wirklich eine ganz tiefe Beziehung hat. Die Zeit haben wir gar nicht. Die Zeit haben wir gar nicht. Dass wir irgendwelche Abenteuer und dann sitzen wir uns hin und dann schwelgen wir über die vergangenen Abenteuer. Das geht gar nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Aber das ist auch gar nicht notwendig. Das ist gar nicht notwendig. Paulus sagt hier, wir haben gemeinsam die Gnade Gottes empfangen. Das ist unsere Basis. Das ist unsere Grundlage, wenn wir zusammenkommen. Wir können sofort über Freuden, über unsere Ängste, Sorgen, Wünsche reden. Sofort, wir brauchen nicht einmal einen Smalltalk. Wir können sofort anfangen. Das ist ein Privileg, hier in der Gemeinde zu sein und unter Geschwistern zu sein. Das ist uns manchmal nicht bewusst. Gell? Denn wir haben gemeinsam die Gnade Gottes empfangen. Und das ist echt ein Privileg. Wir können uns auf die Gemeinschaft freuen und uns danach sehnen, so wie der Paulus das auch. Wir haben hier eine Gemeinde. Ja, manchmal fällt mir irgendwas ein, das muss ich jetzt euch sagen. Ich habe eine Abkürzung, die kann ich jetzt euch nicht zeigen. Also nicht das A und O ist entscheidend, sondern das H und E. Das sieht man jetzt leider nicht, gell? Also, und für was steht dieses H und E? Für, in unserer Gemeinschaft, für Zuhören und Ermutigen. Und das könnten wir viel, viel mehr machen. Ja? Also, dass wir uns einander ermutigen in unserer Gemeinschaft. Ja? Also, nicht das A und O ist wichtig, sondern das H und E. Das Hören und Ermutigen. Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Ich bete darum, sagt Paulus, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und sie an Erkenntnis und Einsicht zunimmt. Vers 9.
Das wünsche ich uns auch. Das wünsche ich uns auch. Paulus betet für eine tiefere Liebe unter den Geschwistern in Philippi. Das Gleiche sollten wir auch tun. Das Gleiche sollten wir auch tun. Für unsere Geschwister beten. Für bessere Gemeinschaft noch. Das H und E ist schon ein guter Punkt. Aber der zweite Schritt wäre, dass wir für Geschwister beten. Dass wir füreinander und unsere Gemeinschaft beten. Habe ich einen Satz gefunden. Beten ist der beste Weg, etwas oder jemanden positiv zu beeinflussen. Nur mal. Beten ist der beste Weg, etwas oder jemanden positiv zu beeinflussen. Genau. Eheleute, haben wir ein paar da? Ja, haben wir ein paar da. Hast du schon mal versucht, deinen Ehepartner zu verändern? Das geht meistens in die Hosen. Ja, das klappt nicht. Das geht meistens nicht gut. Das geht in die Hosen. Aber beten kannst. Beten ist der beste Weg, jemanden positiv zu beeinflussen. Du betest und Gott bewirkt die Veränderungen. Das ist doch klasse, oder? Du betest und Gott verändert. Und vielleicht verändert er sogar dich als Beter. Und nicht dein Ehepartner, aber allgemein, versteht ihr? Gell? Also lass uns für die Liebe zueinander beten. Das wäre super. Verse 10 und 11. Ich lese mal vor. Denn ihr sollt imstande sein, zu erkennen, worauf es ankommt, damit ihr rein und vorbildlich vor Christus Jesus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Den Vers 10, damit ihr imstande seid, zu erkennen, auf das es ankommt, ja, das lasse ich jetzt aus, das wird den Rahmen sprengen. Ja, griechisch das Wesentliche, ja, auf was kommt es denn an? Aber ich möchte auf den Vers 11 eingehen. Das ist der zweite Satzteil. Nochmal, ich lese den Vers 11. Erfüllt mit dem Guten, dass der Glaube in euch wirkt, denn auf diese Weise wird Gott geehrt. Das Gute umfasst alle Eigenschaften, alle Charaktereigenschaften, die aus einer Beziehung zu Gott heraus erwachsen. Das Gute sind alle Charaktereigenschaften, die aus einer Beziehung zu Gott heraus erwachsen oder entstehen. Und diese Charaktereigenschaften ehren Gott. Und ehren, Gott ehren, das wollen wir. Es gibt eigentlich keinen anderen Weg, diese Eigenschaften zu bekommen, außer durch eine Verbindung zu Jesus. Den Punkt haben wir vorhin schon mal gehabt. Ne? Wir brauchen da immer die Verbindung zu Jesus. Da waren wir ja heute schon mal. Und ich lese euch jetzt einmal ein paar Verse vor, die Gemahle Galater 5, 22, die Früchte des Heiligen Geistes. Und das sind diese Charaktereigenschaften. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, da haben wir es wieder, steht an zweiter Stelle, Freude, Frieden, haben wir gerade gehabt, diesen inneren Frieden von Gott, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, alles klasse Sachen. Alles klasse Sachen. Und an zweiter Stelle steht die Freude, die der Heilige Geist in dir hervorbringen möchte. Und wir haben ja jetzt gerade gehört, dass wir allen Grund zur Freude haben können, weil wir eine Beziehung zu Gott haben, weil wir gerettet sind, weil wir in den Himmel kommen, weil wir eine Gemeinde haben, weil wir Freunde haben. Wir haben allen Grund zur Freude. Und darum sagt der Paulus dann ganz weiter hinten im Philipper 4,4, so weit kommen wir natürlich nicht, darum kannst du dich zu jeder Zeit freuen. Zu jeder Zeit. Das ist erstaunlich. Zu jedem Tag, zu jeder Zeit. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Ich sage es noch einmal, freut euch.
Und das sagt er aus der Gefangenschaft heraus. Also die Umstände spielen da eigentlich gar keine große Rolle. Seht ihr? Ja. Ja, eigentlich sind wir schon am Ende von unserer kurzen Predigt. Wenn du jetzt nächste Woche noch keinen Plan hast für deine stille Zeit mit Gott, dann lese doch den Philipperbrief weiter. Wir sind bloß bis zum Vers 11 gekommen, im Kapitel 1. Wir haben bloß die ersten Absatz gelesen. Und Gott hat uns eine ganze Menge, glaube ich, erzählt. Lese einfach weiter und lass dich inspirieren, in allen Lebenssituationen Freude zu haben. Und das wäre jetzt eigentlich schon der beste Schluss für diese Predigt. Habe Freude im Herrn zu jeder Zeit. Aber ja, bin heute ein Lehrer. Und da gibt es dann am Schluss halt immer nur so eine Zusammenfassung. Ja, Lernzielkontrolle, manchmal heißt das. Schreckliches Wort, gell, ist das. Und darum hätte ich euch jetzt dann nochmal die Stichworte präsentiert. Präsentiere ich euch heute ja hier in Worte. Gell? Also was haben wir gehört? Nur mal ganz kurz zusammengefasst. Nur Gott schenkt dir diesen inneren Frieden. Saug ihn auf. Wir sind bereit, diesen Frieden weiterzugeben. Wie wir hier sitzen. Lass uns doch für Gäste beten. Wir brauchen jeden Tag eine Verbindung zu unserem Herrn. Finde diese Zeit. H und E. Zuhören und ermutigen. Lass uns für die Liebe zueinander auch beten. Und freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Das wünsche ich euch, mit dem wünsche ich euch heute einen wunderschönen Sonntag, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. Nachher noch eine gute Gemeinschaft, H und E, gell? Und freut euch zu jeder Zeit. Bete nur kurz. Ja, lieber Gott, danke für deine Worte, dass du uns immer wieder ermutigen möchtest, dass du uns Gemeinde schenkst, dass wir Geschwister haben, die auf der gleichen Basis sind. Der Grund, den hast du gelegt für uns. Du liebst uns, wie wir sind, Herr. Und wir wollen diese Liebe gerne weitergeben. Schenke uns doch Menschen in unserem Leben, in unserer Gemeinde, denen wir gemeinsam unser Herz geben können. Ja, Herr, schenke uns Freude jeden Tag. Lass uns daran denken, wenn es uns mal nicht so gut geht. Du bist allmächtiger Gott. Wir loben und preisen dich und wir lieben dich und wir danken dir für heute Morgen.